Ein wunderschönes Moin Moin, willkommen zurück zu Dark Souls DLC, Ashes of Ariandel. Ich habe hier gerade versucht, einen Schneeengel zu machen, hat nicht so wirklich geklappt. Er rudert nicht mit den Armen, aber gut, vielleicht hinterlasse ich ja trotzdem eine Art Engelabdruck im Schnee hier. Okay, stehen wir mal auf hier. Na komm mal, die Rüstung ist so schwer. Okay, so, weiter geht's vom Leuchtfeuer aus. So, da oben war ich, da geht's rechts runter. Das weiß ich dann schon mal, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Am linken Rand diesmal und schauen wir mal, wie der Bereich sich hier weiterentwickelt. Fackelmann. Hey, Fackelmann. Bleiben Sie genau so stehen, Fackelmann. Okay. War kein Backstep, aber Fackelmann ist tot. So, liegen hier noch Sachen rum, weil hier geht es ja auch noch weiter. Okay, da höre ich auf jeden Fall was knurren. Jetzt wieder vielleicht irgendwelche Wölfe. Geht's hier gar nicht weiter? War ich schon auf dem richtigen Weg? Sieht wohl so aus, aber es könnte sein, dass da oben... Was ist denn das hier? Ein Gegner. Eine Motte! Oder so. Eine Fliege. Jeff Goldblum. Wahrscheinlich. Leichnam plündern. Menschliches Harz. Nee. War das menschliches? Nee. Aber hier geht's gar nicht weiter. Das heißt, ich war schon auf dem richtigen Weg und bin dann wieder zurückgegangen zum Leuchtfeuer, weil ich da oben dann gegangen bin. Aber okay. Jetzt weiß ich das. Dann kann ich mich ja hier lang bewegen. Dann muss ich da nicht alle besiegen, die da am Hügel sind. Na, da kommt man ganz gut vorbei. Den hier mache ich. Oh, jetzt ist er aber wieder... Kommen da noch einige? Nein. Es hört auf, hier habe ich immer zu umlaufen, ey. Beide mit Schild ist natürlich auch kacke. Jetzt kommt der auch noch. Der hat zwar kein Schild, aber Wurfspeere! Nein, 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 nimm den da. Ah, ich will nicht sterben, Mensch. Alter. Ich kann die nicht zu dritt bekämpfen. Oh, Wurfspeer war das. So, wie viel kommen jetzt nach? Okay, die beiden. Die sind voll aggressiv, die Jungs. Wenn ich in der Animation bin, kannst du mich nicht angreifen. Das ist wenigstens, haben sie wenigstens ganz gut gemacht. Boah. Aua. Na los, komm. So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich gerade aufgesammelt habe. Irgendwie so ein Dings-Item. Das sah fast aus wie so ein. Wie das hier. Wie so? So ein Stangending irgendwie. War es eine Waffe? Hier war es auf jeden Fall nicht. Das greift ihn auch an. Und dann liegt er auch einfach Loot rum. Eine Waffe war es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Großsteilkolben? Nee, den hatte ich glaube ich auch schon vorher. Naja, wird wohl nicht so. Wird auch nicht so wichtig sein, denke ich. So, jetzt ist da noch der mit der Fackel, ne? Der da rumläuft. Einmal noch trinken. Ah, nee, Fackel nicht, Wurfspeer. Auf Wiedersehen. Blöd ist, wenn ich jetzt da lang gehe, muss ich nochmal, denke ich, die Wölfe machen. Fällt das jetzt hier wieder runter? Das Schneedings. Jedes Mal ist es aber keine Überraschung mehr, Leute. So, jetzt hole ich mir da das Item.
Da liegen doch noch tote Wölfe. Die bleiben. Ah ne, die schlafen? Die pinnen einfach. Na los, kommt her. Traut euch. Sonst trau ich mich gleich. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Rostige Münze. Okay, da ist ein böser Wolf. Böser Wolf, warum sind deine Augen so groß? Alter, wie er sein ganzes Körpergewicht gegen mich schmeißt, ne? Geil gemacht. Ey, die laufen aber auch rum wie die wilden Tiere, ey. Es gab zwar schon immer mal Wölfe oder besser gesagt Hunde in Dark Souls, aber nie welche, die so wild rumgelaufen sind wie die. Also das haben sie echt krass nochmal neu gemacht. Davon ist noch ein Item. Hatte ich das nicht... Nee, hier war ich noch nicht. Ich bin ja dann nach da gegangen. Da brauche ich aber nicht nochmal hin. Da geht's ja zurück zum Leuchtfeuer. Oh. Alter, werden die immer größer? Wer bist du denn, ey? Alter. Boah, ey. Bist du ein Wolf oder ein Auto, ey? Ein Truck? Große Titanitscherbe gibt er. Eieiei. Nicht schlecht bisher. Hier ist sogar einer gestorben. Der hat wahrscheinlich auch den Bus erwischt. Aber hier geht's rum. Aber oben ging es auch noch weiter, ne? Da liegen hier noch Items. Da oben ist, glaube ich, da leuchtet noch was. Da steht auch jemand. Da steht mehrere. Oh, der hat einen Hund dabei. Auch noch einen Wolf. Die haben die sogar jetzt als Haustierchen. Aber schön. Ich mag ja so Schneelandschaften, ne? Das ist nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Ist da ein Leuchtfeuer? Weil da so ein bisschen Feuer ist. Aber da steht ein dicker Typ und ein Turm. Okay. Kann mich wieder nicht entscheiden, wo ich als erstes hingehen soll, ey. Leuchtfeuer ist da nicht. Oder? Nee. Voll der Wikinger-Typ. Hat er mich schon gesehen? Nee. Okay, hier ist ein dicker Typ. Und hier, wo das Item noch liegt, da sind bisschen kleinere, aber die haben noch einen Hund dabei. Ich muss sowieso alle Wege gehen. Okay, da sind noch mal kleine. Hier komme ich gar nicht rauf. Okay. Ach, ist mal wieder schön, ein Schild zu haben, ey. Nicht wie in Bloodborne. Da liegt noch ein Da liegt doch noch... Nee, das ist der Wolf, der so leuchtet. Glänzendes weißes Fell. Gut poliert. Der weiße Riese. Wieso was soll... Warum laufen jetzt diese brennenden Bäume hier eigentlich? Alter, die Schlümpfchen. Haut ab! Ist gut jetzt! Können wir jetzt nicht durch die ganze Map laufen, dass wir die Dinger hier wieder verschwinden?
Wachsen euch die Glühwürmchen auch nach? Wahrscheinlich, ne? Ja. Das Blöde ist, die Dinger fliegen trotzdem noch. In deinem Baumstellen? Ja, den kleinen dagegen. Okay, so wird man die wenigstens los. Einfach hier ein bisschen hier. Einfach ein bisschen an die Bäume stellen. Und weg. Na, da steht noch einer. Reicht jetzt. Egal, wo man lang geht, es ist nicht gut. Oh, das ist alles voll hier oben von den Viechern. Lohnt sich das denn, hier lang zu gehen überhaupt? Da liegen was. Da liegen was. Da liegen was Items. Oh ja. Und das war wieder so eine. Noch die zwei, ne? Schneller, schneller, schneller. Da stehen, glaube ich, nur diese beiden Viecher. Wo ist hier die Titanitschirme mit? Hallo? Da geht's aber auch wieder irgendwo hin. Da stehen auch noch wieder diese Viecher. Ich muss ja jetzt mal irgendwo wieder einen Weg finden, der mich zum nächsten Leuchtfeuer bringt, damit ich immer so wieder ein paar Anhaltspunkte bekomme, wo man dann wirklich hinkommen kann. Hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch, wo die stehen. Da muss ich wahrscheinlich rumlaufen. Aber ich glaube, ich denke, wenn ich hier rumgehe, komme ich irgendwo auch auf dahin, was ich eben gesehen habe, nur von der anderen Seite. Ich denke, das sollte funktionieren. Ich denke schon, dass das irgendwie funktioniert. Den Dicken da. Mache meine Waffe aktiv. Okay. Ich habe auch ein Schild. Aber seins ist größer. Alles klar. Okay. Ausdauer regenerieren. Alles klar. Juhu. Den Schlag kann man nicht unterbrechen. Also beeindruckend ist er ja nicht. Also er beeindruckt von meinen Schlägen ist er nicht. Krasser Typ. Alle haben sie hier so Ansturmattacken drauf und werfen ihr ganzes Gewicht in die Schlacht, ey. So richtiges Wikinger-Feeling kriegt man hier bei den Viechern. Oh, oh. Bei diesen Dingern weiß man aber nie, bewegen die sich gleich oder nicht? Bewegt sich. Mag die Bäume nicht. Alles abholzen hier, den ganzen Wald. Ah, guck mal. Zweihandwaffe und Wolf. Hier links höre ich auch noch was. Guck mal, hier geht's jetzt nämlich. Ah, guck mal, hier geht's nämlich lang. Hua! Nicht schon wieder so ein Riese! Ist kein Riese. Aber das sind Bogenschützen. Und nicht nur einer. Im Turm. Schießen die auch hier lang? Die schlagen hier neben mir ein, die Dinger.
Treff doch mal den Typen. Den juckt das nicht. Nein, 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 nein. Oh, ich bin echt tot. Okay. Das war jetzt nicht wirklich der Typ, der mir da so viel Schwierigkeiten gemacht hat, sondern hinten der Turm. Also wenn ich zu dicht am Turm reingehe, da sind zwei Bogenschützen drin. Ist ja klar. Ja. Warum auch nicht? Die legen ja gut los wieder am Anfang. Meine Seelen liegen jetzt natürlich auch wieder schön in einem Bereich, wo ich jetzt auch echt nochmal hin möchte. Da ist mir lieber, wenn ich doch nochmal versuche, den anderen Weg zu gehen. Der ist eigentlich schon aktiv hier, so weit weg, wie du warst. Ach, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll, ey. Komm, die wieder angelatscht. Da gibt's, glaube ich, echt keinen Weg, da irgendwie ruhig vorbeizukommen. Na los, komm her. Achtung, Achtung, Achtung. Aua. Mann, ey, ich habe aber wieder ein Timing drauf heute. Wow. Was ist das? Ich habe dich noch gesehen. Fallen lassen, kann weitergehen. Ah, jetzt hier wieder die. Ach, es ist anstrengend schon wieder. Bis wir in Dark Souls drin und es ist wieder anstrengend. Autsch. Ich gehe jetzt gleich hier an der. Oh, haltet doch mal die Fresse. Müsst ihr mal euch gleich Verstärkung rufen? Ist der Baum auch schon wieder aktiv. Also durchsneaken ist echt nicht angebracht hier. Ja, zwei Bäume sind aktiv. Wie sich das auch immer anhört, ne? Zwei Bäume aktiv. Und guck mal die Wölfe, ey. Das sind so eine Arschkinder, die einfach nur da stehen bleiben bei den Bäumen. Na gut, hier ist jetzt einer. Über weg! Bin hier! Du doch! Drecksköter! Nicht den Blutfleck berühren. Der interessiert mich nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob diese Brandbäume mich aufpacken können. Ich will es aber auch gar nicht rausfinden. Könnte ich einfach mal locker töten, diese Feuerbälle, wenn du einfach mal so stehen bleibst, die dich alle nacheinander treffen, du bist so tot. Hier ist noch ein Item. Das hat er eben fallen lassen, ne? Köderschädel. Mhm. Haut ab, ihr blöden scheiß Feuerdinger. Da hatten wir den Eis. Ich gehe mal hier ganz links weg. Vielleicht werden die da hinten dann. Nein, Hund! Ah. Hey,
Die sind aber auch schnell, ne? Teilweise echt. Ich will gar nicht wissen, wenn du hier mit Zweihänder spielst, dann sind die wahrscheinlich mit einem Schlag tot. Aber du musst sie erstmal treffen, wenn du so eine langsame Waffe hast. Jetzt sind wir schon wieder bei 20 Minuten und wegtechnisch nichts erreicht. Okay, der kommt. Na, der andere ist auch. Nicht treten, schlagen. Und abhauen. Noch da hinten. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ach, guck mal hier, alles voll. Die schlagen euch bestimmt auch, oder? Ich schlag zuerst. Nein! Ein Schlag hat wieder gefehlt. Wenigstens ist der hinter mir nicht aktiv. Steh auf. Ein Schlag hat echt gefehlt. Oh nö, da unten. Die drehen sich zum Glück nicht so schnell, dass man dann noch von hinten dran kommt. Ich werde jetzt hier unten, hier weitergehen. Der Turm ist ja hier hinter dem Fels. Felsgedönse. Machen wir hier nochmal die Fliegen weg. Was sind das eigentlich hier für ein Fußboden, ey? Habt ihr das hier voll gesaut? Ich meine, warum bleibt der Schnee hier nicht liegen bei dem? Ist der Fußboden warm? Ja, das ist euer Nest, ne? Wie sind das denn Eier? Da ist ja noch so ein Viech. Gefrorene Waffe. Neue Waffenverzauberin. Gab es bisher noch gar nicht. Gefrorene Waffe. Frostwaffenverzauberung. Aber hier in dem Gebiet, was soll ich denn hier mit... Hier kann ich das Ding sicherlich nicht gut gebrauchen. Wo die doch alle selber so frostig sind. Nein. So, wenn man einmal diesen Greifattacke ausgewichen ist, kann man sie danach eigentlich ganz gut wegmachen. Schwarze Feuerbombe. Na, nix. Auch nix. So, aber wie es aussieht, habe ich hier unten gerade mal so ein bisschen Ruhe. Ich stelle mich immer kurz hier hin und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Dark Souls hier, Ashes of Ariandel. Hierum muss ich dann auch irgendwie zum Turm kommen, wenn nicht, muss ich da wieder zurück. Aber diese Bogenschützen, die sind echt hart. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten hier in dieser Folge und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Und nicht vergessen, einen Daumen nach oben, immer sehr, sehr gern gesehen. Ciao, ciao, Leute.